Die Partei dreht durch und verhaftet überall Christen. Holt ihn euch! Ihn nach! Halten wir in Verfolgung und Not am Glauben fest und verbreiten das Evangelium, ist das echter Gehorsam gegenüber Gott und bringt uns Gottes Anerkennung ein und wir treten ins Himmelreich ein. Amen. Wenn wir uns abmühen, aber nicht die Wahrheit verfolgen und unsere Lebensdisposition nicht ändern, stimmt das mit Gottes Willen überein? Ich habe so viele Jahre gearbeitet und entsprechend Gottes Wort praktiziert. Ist das nicht Gottes Gehorsam? Äußerlich sieht es nach Gottes Gehorsam aus. Aber ist das Aufwenden nicht mit unseren eigenen Absichten kontaminiert? Der allmächtige Gott sagt, obwohl du viel Arbeit verrichtet hast und viele Jahre gearbeitet hast, wenn du am Ende noch immer erbärmlich schmutzig bist, ist es für das Gesetz des Himmels untragbar, dass du in mein Königreich eintrittst. Der Herr sagte, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt, oder Eltern, oder Brüder, oder Weib, oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es hier nicht vielfältig wieder empfange und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Amen. Gottes Wort sagt sehr deutlich, dass wir alles aufgeben müssen, um uns für Gott aufzuwenden. Wenn wir trotz Verfolgung und Not unsere Pflichten erfüllen, Gott bezeugen, dann ist das echter Gehorsam und echte Loyalität gegenüber Gott. Ja. Das zu tun bedeutet, am Trübsal, dem Königreich und der Geduld Christi teilzuhaben, was Gott über alles lobt, was uns Gottes Segen und Anerkennung einbringt und ins Himmelreich führt. Amen. Amen. Bruder Song erläutert es so gut. Dank dieser Erläuterungen haben wir Glauben. Ja, wenn wir uns für Gott aufwenden, treten wir am Ende sicher ins Himmelreich ein. Ja, dank sei Gott. Dank sei Gott. Bruder Song, deine Erläuterungen waren fantastisch. Sie waren ermutigend. Dank sei Gott. Ja, definitiv. Aber du sagst, wenn wir alles aufgeben, ist das Gehorsam gegenüber Gott. Und wir werden in Gottes Reich eintreten. Ich denke nicht, dass diese Ansicht mit Gottes Worten übereinstimmt. Sie stimmt nicht mit Gottes Worten überein? Wenn wir uns abmühen, aber nicht die Wahrheit verfolgen und unsere Lebensdisposition nicht ändern, stimmt das mit Gottes Willen überein? Ich kenne die Antwort nicht. Ich auch nicht. Bruder Jing, du hast ganz recht. In den Jahren des Glaubens haben wir gepredigt, wurden eingesperrt, gequält und gefoltert. Doch den Herrn verrieten wir nicht und legten Zeugnis ab. Ja. Nehmen wir Gottes Werk der letzten Tage an, geben wir alles auf und nichts hindert uns, das Evangelium vom Kommen des Himmelreiches zu verbreiten. Ja. Bedeutet das nicht, Gottes Willen zu tun? So ist es. Ist das nicht Gottes Gehorsam? Ja, so ist das. Das ist es. Egal, was passiert, unsere Lebensposition ändert sich ein wenig. Richtig. Richtig. Ein Zeugnis unseres Gottes gehorsam. Stimmt. Nicht wahr? Ich denke auch. Ich kann das Problem nicht richtig erklären. Aber ich fühle, dass diese Ansicht nicht der Wahrheit entspricht. Es ist wie mit den Pharisäern, die sich abmühten, arbeiteten und das Evangelium für Gott predigten. Mhm. Doch waren sie Gott gegenüber gehorsam? Sie erlangten Gottes Zustimmung nicht. Denk darüber nach, Bruder Song. Ist das, was ich sage, nicht richtig? Entspricht es Gottes Willen, wenn wir uns abmühen, arbeiten, uns aufgeben und uns aufwenden? Ist das Gehorsam gegenüber Gott? Der Herr Jesus sagte, also muss auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt, oder Eltern, oder Brüder, oder Weib, oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der es hier nicht vielfältig wieder empfange und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Amen. Ich habe so viele Jahre gearbeitet und entsprechend Gottes Wort praktiziert
Ich sollte Gott gegenüber gehorsam sein. Aber in den Worten von Bruder Jing ist auch Weisheit enthalten. Doch als ich verhaftet und gefoltert wurde, habe ich den Herrn nicht verraten. Geh los, pack aus! Antworte! Glaubst du immer noch an Gott? Antworte! Verdammt nochmal! Ich bring dich um! Ich blieb standhaft und legte Zeugnis ab. Bedeutet das nicht, Gottes Willen zu tun? Das entspricht Gottes Willen. Lasst uns das heutige Treffen hier beenden. Gern. Packt die Bücher ein. Gern. Brüder und Schwestern, lasst uns bei der Feldarbeit helfen. Gern. Okay. Wenn du müde bist, ruh dich aus. Gern. Hey, Bruder Song. Deine Erläuterungen heute waren sehr hilfreich für mich. Freut mich. Dank sei Gott. Doch eine Sache gibt es, die ich problematisch fand. Ja? Welche denn? Du sagtest, wenn wir uns aufwenden, gehorchen wir Gott. So erlangen wir Gottes Zustimmung und treten ins Himmelreich ein. Das ist ein einseitiges Verständnis und nicht ganz richtig. Aha. Bruder Lin, was ist falsch an dieser Ansicht? Wie siehst du diese Sache? Kannst du mir das erklären? Genau, Bruder Lin. Ist das etwa kein Gottesgehorsam, wenn wir für ihn leiden? Erst kürzlich habe ich Bruder Song diese Frage auch gestellt. Ich fühlte, diese Ansicht muss falsch sein, wusste aber nicht warum. Bruder Lin, erkläre uns, wie du das verstehst. Ja, Bruder Lin, sprich doch mit uns. Gut, ich erkläre euch, wie ich es sehe. Wir glauben an Gott, geben uns auf und zahlen einen Preis. Äußerlich sieht es nach Gottesgehorsam aus. Aber ist das Aufwenden nicht mit unseren eigenen Absichten kontaminiert? Denkt an Paulus, der sich sein ganzes Leben für den Herrn aufwendete und abmühte. Doch verdiente er sich Gottes Anerkennung? Warum gab Paulus sich auf und wendete sich auf? Aus Gottes Gehorsam? Oder um eine Krone der Gerechtigkeit zu bekommen? Es haben im Laufe der Geschichte so viele Heilige ihr Leben der Arbeit für den Herrn gewidmet. Aber wie viele haben tatsächlich die Zustimmung des Herrn erhalten? Und wer erhält die Zustimmung des Herrn? Wenn jemand nur des Segens wegen an Gott glaubt oder um ins Himmelreich einzutreten, und selbst wenn er sein Leben lang für Gott leidet, wagen wir zu behaupten, dass er ins Himmelreich eintritt? Der Herr Jesus sagte, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Was jene Prediger und Dämonenaustreiber in Gottes Namen betrifft, er wird sie Übeltäter nennen und sich weigern, sie zu erkennen. Woran liegt das? Vielen fehlt das Verständnis dafür, was der Herr meinte. Sie haben seinen Willen nicht begriffen. Wenn solche Menschen sich für den Herrn aufwenden, werden sie seine Zustimmung gewinnen? Bestimmt nicht.
Wir sollten darüber nachdenken, wer die Zustimmung des Herrn gewinnt und wer ins Himmelreich eintreten kann. Der Herr Jesus sagte, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Aber Gottes Willen zu tun, ist keine einfache Sache. Menschen können äußerlich leiden und sich aufwenden, aber wenn sie nur nach Segen oder Belohnungen trachten oder gar den Eintritt ins Himmelreich, tun sie es weder, um die Wahrheit zu praktizieren, noch um Gott zu lieben und zufriedenzustellen. Denkt ihr etwa, dass Leiden und Aufwenden sei Gottes Gehorsam? Tut man so Gottes Willen? Wenn wir an Gott glauben und uns für ihn aufwenden, nur um Segen zu erlangen, ist dies nicht durch unsere Absichten und verdorbenen Dispositionen kontaminiert? Werden unsere verdorbenen Gesinnungen nicht gereinigt? Können wir dann etwa Gottes Willen tun? Absolut nicht. Ja. Das war der Kernpunkt des Herrn Jesus, als er das sagte. Viele Menschen verstehen das nicht. Und glauben, dass sie Gottes Willen tun, wenn sie sich für ihn aufwenden. Doch verstehen sie die Worte des Herrn nicht falsch? Ihr habt sicher Durst. Hier kommt das Wasser. Danke. Danke. Danke, das ist für dich. Danke. Bruder, ruh dich aus und trink etwas. Ja, klar. Schwester, mach eine Pause. Bruder, okay. Hier. Hier, Bruder Song, trink etwas Wasser. Danke. Wir haben viele Menschen gesehen, die alles aufgeben, um sich aufzuwenden. Aber in der Katastrophe oder der Prüfung, in der Krankheit oder im Schmerz, beschuldigen sie Gott immer noch. Sie betrügen ihn, wenden sich ab, leugnen ihn. Was ist das Problem? Kann so jemand etwa ins Himmelreich eintreten? Nein. Nein. Ah ja, jetzt verstehe ich. Wird es Menschen verdorbene Gesinnung nicht gereinigt, tut er Gottes Willen nicht. Und darf ins Himmelreich nicht eintreten. Ja, das ist richtig. Genau. Gottes Disposition ist gerecht und heilig. Und Gott regiert in seinem Reich. Ließe er schmutzige, verdorbene Menschen sein Reich betreten? Nein. Wie der allmächtige Gott sagte, du musst wissen, welche Art von Menschen ich mir wünsche. Wer da unrein ist, darf das Königreich nicht betreten und darf den heiligen Boden nicht besudeln. Obwohl du viel Arbeit verrichtet hast und viele Jahre gearbeitet hast, wenn du am Ende noch immer erbärmlich schmutzig bist, ist es für das Gesetz des Himmels untragbar, dass du in mein Königreich eintrittst. Seit der Entstehung der Welt habe ich dem, der sich mir anbietet, niemals Zugang zum Königreich gewährt. Diese himmlische Vorschrift missachtet niemand. Durch sein Urteilswerk in den letzten Tagen reinigt Gott die Verderbtheit der Menschheit. Er perfektioniert jene, die an Gott glauben und erlaubt ihnen so, Gott zu gehorchen. Nur wer durch das Urteilswerk in den letzten Tagen gereinigt und von Gott perfektioniert wird, ist befähigt, in Gottes Reich einzutreten. Das ist richtig. Wir haben alle gesehen, dass Pastoren und Ältesten jahrelang gearbeitet und gepredigt haben. Aber jetzt, da der Mensch gewordene Gott in den letzten Tagen gekommen ist, verurteilen sie ihn immer noch. Sind sie Gott gegenüber gehorsam? Nein. Ja, sie sind anders als die Pharisäer, die den Herrn Jesus verurteilten. Könnte Gott jemals Menschen gutheißen, die sich ihm widersetzen? Nein. Absolut nicht. Wollen wir Gott gegenüber gehorsam sein und seinen Willen tun, müssen wir Gottes Gericht, Züchtigung, Prüfungen und Verfeinerung erfahren und ein Verständnis für die Wahrheit sowie Gotteskenntnis erlangen. Nur so kann unsere verdorbene Gesinnung gereinigt werden. Unser Aufgeben und Aufwenden können Gottes Zustimmung erlangen. Und wir werden dazu befähigt, in Gottes Reich einzutreten. So werden die Worte des Herrn Jesus erfüllt, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hier. Ja, dank sei Gott.
Nach einer solchen Gemeinschaft ist mein Herz heller. Der Mensch ist verdorben, seine Gesinnung satanisch. Aus eigenem Interesse wenden wir uns für Gott auf, um Segen zu erlangen. Ja. Ohne Gottes Gericht und Züchtigung wird niemand zu einem Menschen, der Gott aufrichtig gehorcht und seinen Willen tut. Ja. Ja. Deshalb sagte der Herr Jesus, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Wie es scheint, ob wir uns aufwenden oder nicht, wir müssen Gericht und Züchtigung in Gottes Worten erfahren, um unsere Lebensdisposition zu reinigen und zu verändern und wahren Gottesgehorsam zu zeigen. Du hast recht. Ja, das stimmt. Bruder Lin, Schwester Chen, eure Erläuterungen entsprechen den Worten Gottes. Es scheint, als wäre echter Gottes Gehorsam doch nicht so einfach. Ja. Ja, ja. Seit ich an den allmächtigen Gott glaube, habe ich manche Wahrheit verstanden. Doch habe ich noch falsche religiöse Vorstellungen. Und es fehlt mir das Verständnis dafür, was es heißt, Gottes Willen zu tun und was Gottes Gehorsam ist. Ich erfuhr wohl noch zu wenig von Gottes Gericht und Züchtigung. Meine Vorstellungen und satanischen Gesinnungen sind noch lange nicht gereinigt. Darauf habt ihr mich hingewiesen. Ich muss nachdenken über mich und nach der Wahrheit suchen. Dank sei Gott. Bruder Song, woran denkst du? Ah, ich denke, dass ich in all den Jahren meines Glaubens fähig war, einen Preis zu bezahlen. Deshalb hielt ich mich für jemanden, der Gottes Willen tat, der Gott gegenüber gehorsam war, dass Gott mich gutheißen würde und ich ins Himmelreich einträte. Doch nach dem, was Bruder Lin und Schwester Chen erläutert haben, fühle ich mich sehr bewegt. Ich sehe, dass mein Traum vom Eintritt ins Himmelreich kaputt ist. Ich dachte, hätte es den Eintritt ins Himmelreich nicht gegeben, hätte ich dann alles Leid ertragen, um mich für Gott aufzuwenden? Ich bin mir nicht mehr sicher.